Ja, Patrick, wir sind schon ein paar Wochen in der Saison. Trotzdem bei dir natürlich herzlich willkommen. Und da du jetzt schon ein, zwei Mal das Trikot getragen hast, direkt die Frage, hast du dich können schon im Saarland einleben? Findest du dich schon zurecht oder lebst du noch aus dem Koffer? Ja, ich fühle mich schon wohl hier. Ich habe auch schon eine Wohnung gefunden. Also das erleichtert natürlich einiges, wenn man seine Koffer dann auspacken kann, wenn man wieder in seinem eigenen Bett schlafen kann. Und sonst fühle ich mich sehr, sehr wohl hier. Ich habe mich auch schon ein bisschen umgeschaut. Saarbrücken, Homburg, Kaiserslautern ist ja alles in der Nähe. Ja, man kann auch schön spazieren gehen, weil ich einen kleinen Hund habe. Deswegen rundum bin ich sehr zufrieden. Du warst in Anführungszeichen ein später Transfer. Wie kam der Wechsel zustande? War das eine spontane Entscheidung? Nee, spontan nicht. Es war schon über einen längeren Zeitraum, dass ich Kontakt hatte. Ja, es kommen dann immer viele Faktoren zusammen, wo man sich überlegt, was ist das Beste, was ist der beste nächste Schritt. Und im Endeffekt habe ich mich dann für Homburg entschieden und bin auch bis jetzt sehr zufrieden. Du zählst mit 29 Jahren auch durchaus als erfahrener Spieler, hast schon einiges auf dem Kerbholz. Schreib doch mal so deinen fußballerischen Werdegang. Was hat dich vereinsmäßig und fußballerisch dazu geführt, dass du heute beim FCH bist? Boah, das ist natürlich eine schwere Frage. Ja, im Fußball kommen oft Situationen zustande, wo man sich, man kann einfach nichts planen. Oft kommt eine Verletzung dazu, manchmal passt es von der Position nicht, vom Trainer nicht. Manchmal, ja, ist es auch oft nicht zu erklären. Deswegen ist es für mich jetzt so schwer zu sagen, warum ich jetzt am Ende oder jetzt hier bin. Es ist ein Schritt, den ich mir gut überlegt habe, womit ich Stand jetzt zufrieden bin, und das ist das Wichtigste. Wenn man sich so bei uns im Fanforum durchliest, gibt es eigentlich auch viel Lob. Du scheinst ein quirliger Spieler zu sein, der auch immer den Weg Richtung gegnerisches Tor sieht, wenn er in Ballbesitz ist. Wie würdest du dich als Spieler beschreiben? Puh, ja. Ja, schon das Tempo-Dribbling, gute Dribblings, den Raum gut sehen, auch mal den letzten Ball spielen zu können und auch torgefährlich zu werden, so würde ich mich jetzt beschreiben. Aber ich bin schon sehr gern in Ballbesitz, das muss man schon auch dazu sagen. Aber die klassischen Positionen haben sich ja immer so ein bisschen aufgeweicht, falsche 9, 9, 8er, 6er. Wo verortest du dich da genau? Zentral oder dann schon tatsächlich? Zentral, eher so 10er, 8er, auch 6. Also zentral bin ich schon relativ flexibel, aber schon im Zentrum. Jetzt war der Saisonstart leider nicht ganz so, wie wir uns das erhofft haben, aber ich glaube, die Spielweise gegen FSV Frankfurt, wir nehmen das Video 3 Tage nach dem Spiel auf, war ja schon in die richtige Richtung. Wie hast du den sportlichen Werdegang unserer Mannschaft bisher teilweise ja leider nur von außen wahrgenommen? Ja, schon auch, wie du es jetzt gesagt hast, wir haben uns schon in den Spielen, wo ich jetzt hier bin und wo ich auch nicht gespielt habe, schon schwer getan, vor allem in Ballbesitz, haben aber auch zu leichte Fehler gemacht. Das haben wir jetzt gegen Frankfurt schon extrem abgestellt. Man hat gesehen, dass wir mit Ball auf einmal eine richtige Qualität bekommen, wenn wir halt diese leichten Ballverluste abstellen. Wenn wir kompakt stehen, wenn wir hinten rausschieben, wenn wir alles zusammen machen, dann sieht man schon, was in dieser Mannschaft steckt. Du kamst bisher nur zu Kurzeinsätzen. Wie sieht es körperlich aus? Wann würdest du aus deiner Sicht sagen, bist du für 90 Minuten fit? Ja, ist immer schwer zu sagen. Ist halt bei mir jetzt schon auch ein schmaler Grat. Ich habe lange nicht gespielt, habe dann auch lange kein Mannschaftstraining gehabt. Ich musste mich schon rantasten. Der Körper, also ich fühle mich halt wie in einer Vorbereitung. Deswegen ist es schon ein schmaler Grat. Aber wir bekommen das aktuell ganz gut hin. Wann es dann für 90 Minuten reicht, ist eine andere Frage. Aber so wie wir es bis jetzt gehandhabt haben, fühle ich mich gut. Und mein Körper hat auch gute Signale gegeben. Auch bei dir haben wir natürlich so ein paar Fanfragen. Mit denen fahre ich jetzt mal fort. Wer war bisher dein Lieblingsmitspieler in deiner Karriere und wer dein unangenehmster Gegenspieler? Boah, gute Frage. Fangen wir mit Mitspieler an. Mitspieler, boah, da fallen mir wirklich einige ein, die echte Freunde geworden sind. Es ist jetzt schwierig, einen da komplett rauszupicken, aber es sind, ich bin jetzt schon auch ein paar Jährchen dabei und da sind schon auch Freundschaften entstanden. Man ist ja dann auch oft viele, viele Kilometer auseinander und trotzdem hält man Kontakt zu denen.
Da will ich jetzt keinen speziell herausheben. Und Gegenspieler, wer hat es dir vielleicht nicht nur im Spiel, vielleicht auch im Training immer schwer gemacht? Das ist natürlich eine Frage. Also ich sag mal, einen Gegenspieler, der es mir extrem schwer gemacht hat, fällt mir jetzt so pauschal keiner ein, weil ich auch oft nicht dieses Spiel hatte, dass ich 1 gegen 1 gegen einen linken oder rechten Verteidiger gemacht habe, sondern ich eher im Zentrum war, so ein bisschen schwimmend. Deswegen fällt mir auch da jetzt kein Gegenspieler ein, wo ich sage, boah, der ist mir extrem in Erinnerung geblieben. Deswegen ist es auch da für mich schwierig, einen jetzt hier zu nennen. Auch eine Fanfrage sind natürlich die Fragen nach den bisherigen Highlights. In deiner Vita, auch wenn du, glaube ich, nicht zum Einsatz gekommen bist, durftest du trotzdem deutsche Meisterschaft feiern beim FC Bayern. Hast auch die Jugendnationalmannschaften durchlaufen. Gibt es da so besondere Highlights, an die du dich gerne zurückerinnerst? Ja, klar. Also wenn man dann seinen ersten Profivertrag unterschreibt und dann bei Bayern München, dann ist es natürlich auch was extrem Besonderes, da ich ja auch aus München komme und in München geboren bin. Ich erinnere mich zum Beispiel an, dass ich in Dortmund dabei war. Das war natürlich, da war eine Rivalität auf dem Platz und auch auf den Rängen, ausverkauftes Haus. Für mich als junger Spieler war das schon extrem besonders und sowas bleibt halt einfach in Erinnerung. Dann eine weitere Zeit, die dreht sich um den FC Bayern. Wie du deine Zeit beim FC Bayern gesehen hast und an was du dort besonders gerne zurückdenkst? Ja, es war eine schöne Zeit. Ich habe da oben mittrainieren dürfen. Das ist natürlich was Besonderes. Ich muss da jetzt keine Spiele aufzählen. Ich glaube, jeder in Deutschland weiß, wer in diesem Zeitraum dort gespielt hat. Nur Topspieler und das Tag für Tag zu sehen, wie sie mit Druck umgehen, wie sie mit allem umgehen, das war halt was extrem Besonderes und was ich auch, auch für meine weitere Karriere mitgenommen habe, was mir sehr geholfen hat. Und zum Abschluss vielleicht noch ein Blick auf die sportlichen Ziele. Was sind deine persönlichen Ziele mit dem FCH und was denkst du ist mit der Mannschaft dieses Jahr drin? Ich persönlich geht es erstmal darum, dass ich halt hundertprozentig fit werde, dass ich, durch jedes Training komme, dann durch jedes Spiel komme. Klar, dann möchte ich halt auch mein Teil dazu beitragen, dass der Verein erfolgreich ist. Ich glaube, mit dem Verein hat man jetzt auch gesehen, was am letzten Wochenende möglich ist. Der DFB-Pokal hat es auch gezeigt, aber der Liga-Alltag ist natürlich was anderes. Und man hat jetzt gesehen gegen Frankfurt, zu was wir in der Lage sind. Und ich glaube, daran sollten wir anknüpfen. Dann ist einiges möglich. Patrick, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg und dass wir uns oft vom Video sehen, weil das heißt immer, du hast gespielt. Ja. Freue mich drauf. Danke dir. Gerne.